Die Situation spitzt sich zu tatsächlich. Und das einerseits in der Virusfrage, auf der anderen Seite natürlich mit den steil abfallenden Märkten. Und ich werde vielfach gefragt, Mensch, du bist doch hier an der Quelle. Na, ich hoffe in dem Fall nicht, aber hoffentlich an der Informationsquelle oder zumindest mal derjenige, der an der Gefühlsfront ebenfalls mit dabei ist. Wie sehen die Asiaten das? Wie sehen die Japaner die aktuelle Situation? Und eben auch mit Blick nach China, wie wird das Ganze dort wahrgenommen? Die Frage, die ist ja wirklich allumfassend, denn wir hören immer wieder, Mensch, kann das den Markt massiv beeinflussen? Ja, das kann es natürlich und das wird es auch. Und vielleicht ist das, was wir aktuell sehen, auch in dem Fall damit in Verbindung zu bringen. Auch wenn ich als Charttechniker ja sowieso schon davon ausgehe, dass wir in solchen Bereichen wie hier einen Rücksetzer haben. Aber eine Virussituation, wie wir sie jetzt haben, insbesondere solange sie unklar ist, bietet eine Menge Risiken und damit auch Druck für den Markt. Und wir müssen damit rechnen, dass der eben da weiter noch fällt. Das zeichnet sich hier ab, dass viele japanische Unternehmen beispielsweise ihre Dependancen in China im Moment sowieso in der Pause haben, denn wir haben das chinesische Neujahrsfest. Diese Woche passiert da gar nichts. Insofern ist das eigentlich, was das angeht, zumindest mal ganz gut gewählt. Die Produktionsstätten sind sowieso ruhig. Allerdings, man redet jetzt schon davon, dass man mindestens diese Ruhephase um eine Woche nochmal ausweiten will, also bis 9. Februar, da möglicherweise nichts passiert. Zahlreiche japanische Firmen haben das schon angekündigt und dementsprechend auch die Ankündigung, was heute in der Nikkei Shimbun zu lesen war oder jüngst, ich weiß gar nicht, ob das heute war oder nicht gestern schon, man möchte hier Apple, die ja heute Zahlen nachbörslich veröffentlichen, nochmal ein bisschen pushen mit 10% Boost für den Output möchte man hier erzielen. Ja, da sagen die Zulieferer schon, Leute, das kann sein, dass wir das gar nicht hinkriegen. Denn so wie es im Moment aussieht, ist das ziemlich in Gefahr. Also wir sehen schon, dass möglicherweise da die Zahlen, die man sich hier wünscht und die Ergebnisse, die man sich wünscht, eben sehr, sehr viel schlechter ausfallen werden. Und das hat großes Potenzial, den Markt weiter unter Druck zu setzen. Wir sehen das hier aktuell im DAX, sehr starke Abwärtsbewegung, auch wenn wir jetzt so eine technische Gegenbewegung hier aktuell sehen, die wenigstens ein bisschen Mut macht, weil sie ja schon wieder einigermaßen mit Dynamik hier unterwegs ist. Das ist ja schon wieder eigentlich ganz toll, wenn wir sowas sehen. Wir können das mal vergleichen, was der amerikanische Markt macht. Da gefällt mir das fast noch besser. Noch mehr im S&P, gucken wir mal den an. Denn hier haben wir nach dem deutlichen Abverkauf jetzt hier, wenn wir da mal so eine Fibo-Linie reinzeichnen, einen schönen wackeligen Gegenpart hier gebildet, eine Korrektur, eigentlich wunderbar im Trendkanal. Schick wäre es idealerweise, wenn wir mindestens die 38 noch sehen. Das muss natürlich nicht so sein, aber typischerweise ist das so für mich jetzt so ein Mindestausmaß, was wir da haben. Und sobald der Kurs dann die Unterseite dann hier wieder triggert, wäre das ein Zeichen, hey, da geht noch mehr auf der Abwärtsseite. Wir dürfen ja eins nicht vergessen, der Kurs hat ja noch Platz. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir hier in den letzten Monaten seit dem Sommer so stark gestiegen waren, dass auch Rücksetzer, die einfach nur mal so eine Größenordnung haben, nicht wirklich auffällig sein sollten. Das sind ganz normale Bewegungen und wir müssen damit rechnen, dass irgendwas in diesem Ausmaß vielleicht jetzt auch wieder passiert. Und das Interessante ist, das würde ja noch nicht mal ein echtes bärisches Szenario bewirken, sondern würde einfach nur sagen, na klar, der muss halt mal zurückkommen. Im Moment würde ich dieses hier sogar favorisieren, also das etwas kleinere. Aber dann müssten wir auch damit rechnen, dass wir vielleicht so die 3150, irgendwie sowas in dieser Richtung, dass wir sowas nochmal sehen. Man kann das hier ja sich so ein bisschen mal herleiten, indem man hier mal so die Größenordnung in etwa mal vergleichbar macht. Also, es bleibt offensichtlich wohl eher beim abwärtsgerichteten Bild. Zumindest lässt es das vermuten, wenn es in die Seite scharf geht, in die Seite wackelig. Die Nachrichtenlage sieht ähnlich aus. Und ich hatte eben versprochen, dass ich so ein bisschen die Stimmung auch wiedergeben will. Die Unternehmen haben ja schon gesagt, dass sie da nicht so scharf drauf sind, jetzt im Moment hier ihre Mitarbeiter da sehr stark dazu involvieren. Bleibt mal lieber zu Hause. Einige sind auch wohl zurückgeflogen worden, wo man gesagt hat, ziehen wir uns da mal im Moment zurück. Das ist natürlich, ja, sagen wir mal, dann nur für die, die dann quasi hier heimkommen, die im Ausland dann, also als Chinesen dann arbeiten, die sind davon natürlich nicht betroffen. Die sind allerdings im Moment auch auf Reise. Aus der Wuhan-Gegend, wo der Virus herkommt, werden 5 Millionen Leute auf Reisen sein, so war das zumindest in der chinesischen Presse zu lesen, die nicht so sehr auf der Flucht sind vor dem Virus, sondern einfach die Feierlichkeiten nutzen, zu ihren Familien heimzufliegen.
oder zu fahren, was sehr typisch ist. Das ist für uns gar nicht so vorstellbar. Es gibt in China, ich habe es glaube ich vor kurzem schon erwähnt, es gibt sogar ein Recht, das einzuklagen, das die Kinder anzutreten haben, wenn solche Feiertage sind und die ihre Eltern besuchen müssen. Wuhan ist auch eine Studienstadt und Studentenstadt und dementsprechend viele Studenten jetzt eben in den Semesterferien sowieso jetzt nach Hause fliegen erstmal. Das ist also durchaus eine normale Bewegung, was allerdings nicht wirklich beruhigt, wenn man sich überlegt, wie viele Leute jetzt auf Achse sind und damit möglicherweise schon infiziert sind und das Virus jetzt in die Welt tragen oder zumindest mal in China unterwegs sind. In die Welt tragen ist ein anderes Thema. Es gibt ja immer mehr Fälle an verschiedenen Stellen. Auch in Europa, Frankreich, Deutschland beispielsweise, hier im asiatischen Raum sowieso. Viele Reisen sind allerdings abgesagt. Also ich kann das durchaus hier aus dem Freundeskreis mitreden, wo typischerweise eben gerade auch zu der aktuellen Zeit viele Reisende kommen, die jetzt dann auf Shoppingtour hierher kommen. Und diese Reisen sind alle im Moment abgesagt worden, eben aufgrund dessen, was ebenfalls die Wirtschaft wieder nachteilig beeinflusst. Nicht nur die Fluggesellschaften, auch die Hotelgesellschaften und natürlich auch den Einzelhandel, denn die rechnen ja damit, dass jetzt gerade die Chinesen mit leeren Tüten und vollen mit leeren Tüten und vollen Portemonnaie hierher kommen und umgekehrt das Land wieder verlassen. Also ein deutlicher Einschnitt, sagen wir mal, in die normale Wirtschaftswelt, der jetzt schon tatsächlich stattfindet. Persönlich kann ich sagen, dass die Angst groß ist, auch bei den Chinesen. Ich kann das aus eigener Erfahrung, eine Freundin von mir, die im Moment eine Mutter hat, die einen Unfall hatte, ist drauf und dran, ich muss eigentlich zu meiner Mutter noch ins Krankenhaus sie besuchen, aber ich traue mich nicht. Familie hat auch schon gesagt, flieg bloß nicht hierher, es ist im Moment nicht gut, hierher zu kommen. Also wir sehen schon, das sind schon im Moment auch von der chinesischen Seite so wahrgenommen dramatische Situationen, wo man einfach sagt, nicht gut das Ganze. Man kann es noch nicht wirklich abschätzen. Das nächste ist natürlich, wie die Medien damit umgehen. Die chinesischen Medien sind da wohl, auch was die Zahlen angeht, nicht ganz auf Ballhöhe. Man kann jetzt durchaus da unterstellen, dass man da aus Panik, Vermeidungsgründen das ein bisschen runterspielt. Denn mir sind Fälle bekannt, ebenfalls aus meinem Bekanntenkreis, die mit Ärzten zu tun haben, die sagen zum Beispiel in Guangdong, eine durchaus wie Shenzhen, wie Beijing, Shanghai, große Stadt, also First-Tier-City, wie man so schön sagt. Dort gibt es doppelt so viele Quarantänefälle wie auf der offiziellen App, die in China zu sehen ist. Da gibt es eine Karte, wo man sagen kann, okay, so ist die Ausbreitung jetzt aktuell. Und diese offizielle App zeigt ungefähr, oder zeigte, ich weiß nicht den aktuellen Stand, aber zeigte ungefähr die Hälfte derjenigen, was die Ärzte dort vor Ort berichteten und gesagt haben, hey, bei uns sind aber jetzt schon viel mehr, als da eben zu sehen sind. Also offensichtlich ist das ein Thema, was sehr ernst genommen wird und von der chinesischen Regierung sehr, sehr, hart angegangen wird, insofern, dass man auf jeden Fall alle Vorwürfe weg von der Zentralregierung hin zu der Regionalregierung in Wuhan sehen möchte. Und Kritik an der Zentralregierung ist da nicht wirklich geduldet. Also da sollte man sich sehr zurückhalten mit. Und die Schuld wird hier eindeutig in die Regionalregion oder in die Region Wuhan da eben gebracht. Also wir sehen, die Situation ist alles andere als entspannt, alles andere als easy peasy. Wir müssen damit rechnen, dass leider wahrscheinlich der eine oder andere oder viele persönliche Schicksale damit noch verbunden sind. Natürlich auch müssen wir damit rechnen, dass es wirtschaftlich noch deutlichen Einfluss eben haben wird und möglicherweise das eben auch das, sagen wir mal, triggert, was wir als Korrektur ja sowieso erwarten würden. Insofern wäre das schon, so traurig der Umstand auch natürlich ist, aber einigermaßen passend dafür, auch unter Umständen dafür, dass da noch deutlich mehr wird. Wir haben ja immer mal wieder auch gesprochen, dass der DAX auch tatsächlich mal ohne weiteres auch mal wieder vierstellig werden kann, dass es da noch mal deutlich runtergehen kann. Ist nicht unrealistisch und ein aktuelles Beispiel, wie wir es jetzt hier eben haben, kann das Ganze untermauern. So, jetzt habe ich viel länger gesprochen, als ich das normalerweise tue, aber ich denke, der aktuelle Umstand und dadurch, dass ich ein bisschen hier, naja, ich weiß nicht, ob ich sagen Insider-Informationen, aber teilweise eben schon andere Informationen habe,
habe ich gedacht, das muss ich jetzt nochmal loswerden. So, in diesem Sinne, allen jetzt erstmal toi, 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 bitte, bitte gesund bleiben, vorsichtig sein, auch an den Märkten sich absichern, sich zurückhalten, ein bisschen, wenn man nicht weiß, was man handeln will, lieber ein bisschen dezenter sein und dann gucken, dass man sich die schöneren Situationen davon dann raussucht. In diesem Sinne, alles Gute.